Folge 7, ne? Weekly Warfare Folge 7. Heute geht's um Guns N' Roses, Amon Amarth, die Scorpions und Iron Maiden. Metal Hammer, Weekly Warfare. Wir beginnen mit der erfreulichen News, dass die Air Force One wieder fliegt. Nach dem Vorfall auf dem Airport von Santiago de Chile der letzten Woche haben es die Techniker tatsächlich geschafft, das Flugzeug wieder auf Vordermann zu bringen. Nun kann sich Bruce Dickinson also wieder seines Lieblingshobbys erfreuen und die Tour von Iron Maiden kann gepflegt weitergehen. Da kann Air Force One kann wieder high flying as the sun. Und das reimt sich, und was sich reimt, ist gut. Weiter geht es mit einer nicht so erfreulichen Nachricht. Und zwar mussten die Scorpions ihre Tournee abbrechen. Klaus Meine leidet an einer Virusinfektion und seine Ärzte haben ihm ein Auftrittsverbot erteilt. Aber noch vor Ostern sollen Ersatztermine bekannt gegeben werden. Gute Besserung unsererseits. Der Ex-Guns N' Roses-Schlagzeuger Steven Adler hat eine große Ankündigung angekündigt. Und zwar hat er ein Solo-Konzert von ihm, welches kurz vor den Konzerten von Guns N' Roses in Las Vegas stattfinden sollte, abgesagt. Und diese Absage mit dem Hashtag Guns N' Roses garniert. Nun hoffen natürlich alle, dass Steven Adler mit der Band zusammenspielen wird. Somit hätten wir ja quasi fast das Line-Up der Appetite for Destruction Ära zusammen. Wir sind gespannt, was aus dieser großen Ankündigung, der großen Ankündigung, der Ankündigung, der Ankündigung, der großen Ankündigung jetzt wird. Wir brauchen ja auf jeden Fall ein Schlagzeug. Für die Pausen, wo du nicht klarkommst auf deine scheiß Kamera, brauchen wir auf jeden Fall ein Schlagzeug, damit ich warm bleibe. Und es geht weiter mit Schlagzeugern. Amon Amarth haben einen neuen Trommler für ihre kommenden Tourneen vorgestellt. Und zwar wird Jocke Wallgren, unter anderem bekannt von den Death Doomern Oktobertide, für die kommenden Tourneen bei Amon Amarth hinter dem Drumkit sitzen. Ob und inwiefern Jocke Wallgren ein festes Mitglied der Band werden wird oder nicht, steht noch nicht fest. Ein aktuelles Interview mit der Band findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe. Das Interview der Woche ist nicht. Die können sich doch jetzt erstmal die anderen 6 Interviews nochmal alle in Ruhe angucken. Nochmal alles schön mitschreiben und nächste Woche gibt's einen Test. So, ist so. Von nix kommt nix. Hast du auch wieder wahr? Ja. Na klar, ich war. So, Weekly Warfare, ja. Das Album der Woche gefällt dem einen oder anderen hier in der Redaktion nicht so, dem einen oder anderen aber doch umso mehr. Und zwar hört man da des Öfteren mal ein paar Querflöten. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super Album und zwar kommt es von Blood Ceremony und es heißt Lord of Misrule. In der aktuellen Ausgabe hat unser Kollege Frank Tiesis eine Rezension geschrieben und er schrob unter anderem: Kanadas führende Ritualrocker und einsamen Advokaten der gepflegten Querflöte laden auf ihrem 4. Album erneut zur schwarzen Messe des Psychedelic Doom und Acid Folk. Dann feiert er das Album und seine Songs und am Ende schreibt er noch: Wer nach dem ätherischen Finale von Things Present and Things Past mit seinem manischen Morricone evozierenden Motiv nicht flötend vor Blood Ceremonies Altar von einem Album kniet, hat kein Herz für herausragende Hexenkunst. Das Album der Woche, Lord of Misrule von Blood Ceremony. Passend zum Frühlingsanfang haben wir uns ein primitiv depressives Black Doom Gebräu als Song der Woche ausgesucht. Und zwar ist das der Song Existenz von X-Hate aus Cottbus. Ein Song für all diejenigen unter euch, die lieber zu Hause in der Ecke hocken und ihr Selbstmitleid feiern, als sich an der Sonne zu erfreuen. Viel Spaß dabei. Und auch hier nochmals der Hinweis: Bitte schickt uns alle Vorschläge für den Song der Woche an redaktion@metal-hammer.de. Wir suchen vor allem Bands, die noch kein Label haben, Underground-Geschichten. Und ja, wir sind gespannt, was ihr für Ideen an uns sendet. Ich hab schon ganz vergessen, wie gut Bier eigentlich schmeckt. Das war Folge 7. Liked, kommentiert und verbreitet bitte unseren Kram so viel ihr könnt. Wir sehen uns nächste Woche zur Folge 8. Macht's gut, passt auf euch auf, euer Kalle Faust. Oh yeah, yeah.
Wir beginnen mit der erfreulichen Nachricht, dass die AdForce One wieder fliegt. Nach dem...